Vor einiger Zeit habe ich mir von Q&A das Gesichtswasser mit Niacinamid gekauft. Und das habe ich jetzt schon einige Wochen am Wickeln, kann man sagen. Und wie ich das Ganze finde, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und heute gibt es mal wieder ein Q&A-Produkt. Das ist das zweite Q&A-Produkt. Es sind keine weiteren mehr rausgekommen, die mich irgendwie ansatzweise interessieren würden. Ich würde das auch als das Beste bezeichnen. Ich habe das jetzt schon einige Wochen am Wickel und es ist ganz interessant, wie mein Verhältnis zu dem Produkt inzwischen steht. Am Anfang, die ersten zwei Wochen, nichts Besseres, ne? Also ich mag das auch morgens einfach, wenn ich meine Pflege auftrage, bisschen Feuchtigkeit, ob das jetzt irgendwie von einem Serum kommt, das viel Feuchtigkeit enthält, oder nur ein Gesichtswasser, spielt im Endeffekt keine Rolle. Hier war eine Zeit lang mal so Aloe Vera Gel morgens genommen, das fand ich auch so, oh, super. Und sowas erfüllt natürlich so ein Gesichtswasser bei mir auch. Also ich mache das nicht auf ein Wattepad, dafür ist mir der Preis zu hoch. Sondern ich gebe mir das auf die Hand, man kann sich auch einen Sprühkopf drauf machen und dann verteile ich das im Gesicht. Also Sprühkopf habe ich ja auch schon gesehen, kann man sich kaufen, kann man draufschrauben, ist auch möglich. Hier ist tatsächlich auch einigermaßen gut Niacinamid enthalten, das ist nicht ganz unten in den Incis drin, weil das ist auch immer so eine Sache, was ich in letzter Zeit häufig erlebe, dass Unternehmen hergehen, mit einem Inhaltsstoff werben, und der ist dann als allerletztes auf den Incis drin. Und da überlegst du dir dann schon, wollen die mich verarschen oder so? Also es gibt so diverse Inhaltsstoffe, wo man halt echt aufpassen muss. Da gehen Hersteller zum Teil auch hin und geben Farbe ins Produkt rein, weil der Endverbraucher inzwischen ja auch nicht blöd ist, ne? Denn es gibt so Inhaltsstoffe, die Produkte auch einfärben. Und da muss man schon so ein bisschen vorsichtig sein. Hier haben wir Niacinamid drin, es steht auch drauf. Und ich mag das Produkt echt gerne. Aber es hat sich so ein bisschen aus meiner Pflege rausgeschlichen, weil ich ja doch eher jemand bin, der ein bisschen gerne rumexperimentiert. Aber ich habe einige Zuschauer von mir, die halt sagen, hey, ich habe keinen Bock, mir 20 Produkte aufs Gesicht zu schmieren. Gesicht waschen, das Produkt drauf machen, Sonnencreme drauf machen, fertig. Fertig. Da brauchst du nicht viel Schnickschnack machen, jetzt kommt der Schwabe raus. Da hat man nämlich hier gleich Glycerin mit drin. Das sind halt Feuchthaltemittel, das Niacinamid, man hat Hyaluronsalz. Niacinamid und Hyaluron funktionieren ganz gut. Klar, für diejenigen von euch, die das Ganze noch ein bisschen erweitern möchten und ein bisschen Spa-Feeling haben möchten und einfach eine große Routine für gut empfinden, die können das Ganze natürlich noch erweitern, aber das hier ist halt wirklich so ein Ding, du brauchst ja das Niacinamid nicht notgedrungen im Serum und hier hat man es eben in Gesichtswasser drin und da ist es eine gute Sache für meine Wenigkeit. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe doch jetzt ein paar Produkte, wo Niacinamid enthalten ist und ich brauche es nicht noch extra in so einem Gesichtswasser, weil ich teste beispielsweise gerade die Tagescreme von Balea, da ist Niacinamid auch mit drin und dann nehme ich das natürlich nicht noch zusätzlich als Gesichtswasser. Also da habe ich schon gemerkt, so da kamen Produkte in meine Routine rein, wo Niacinamid auch enthalten ist und ich habe immer weniger das hier genommen. Aber für Leute, die da wirklich sehr sparsam sein möchten und einfach nur Gesicht waschen, bisschen Gesichtswasser drauf machen und dann Sonnencreme in den Tag starten wollen, das ist eine super kurze Routine und das geht einfach unwahrscheinlich schnell. Niacinamid ist der Inhaltsstoff bei mir, der für mich am meisten tut. Ich habe mal ein Faktencheck gemacht zu dem Inhaltsstoff, das verlinke ich dir mal unter dem i. Unter dem i findest du auch das Produkt von Q&A und zwar das Hyaluronserum, das habe ich dir auch verlinkt. Ich finde halt den Preis, Q&A ist teuer. Wer Wert auf teure Produkte hat, jetzt ist Q&A nicht so ein riesengroßer Name, aber wer da wirklich einen Wert drauf legt, dass die Produkte teuer sind, das gibt es ja auch, ich meine, das muss man immer dazu sagen,
Für den ist das natürlich eine tolle Sache, aber es gibt halt inzwischen, wie gesagt, die Creme von Balea, die hat Niacinamid, dann gibt es Serien, die eben Niacinamid enthalten, die auch nicht so teuer sind. Und da hat man hier eben einen Preis von 8,99 € für 100 Milliliter und das ist halt schon, wenn jemand ein Gesichtswasser häufiger verwendet und nicht nur so zwischendurch, dann hat er die 100 Milliliter schon recht schnell durchgerockt, muss man sagen. In meinem Fall, wie schon erwähnt, ich fand es am Anfang, die ersten 2 Wochen fand ich super. Ich habe es echt gefeiert. Und dann habe ich gemerkt, dass halt andere Produkte in meine Routine sich eingeschlichen haben, weil ich halt öfters mal was ausprobiere. Und ich habe das halt dann immer weniger verwendet. Es ist trotzdem eine richtig tolle Sache. Und nachkaufen würde ich es an der Stelle tatsächlich nicht mehr, weil mir ist es zu teuer. Und wenn ich es wirklich in einem Gesichtswasser haben wollen würde, würde ich, glaube ich, tatsächlich hergehen und würde mir ein günstigeres holen aus der Drogerie und würde das mit einem Serum aufpeppen. Weil ich habe ein Serum immer da inzwischen. Ne? Und da ist meistens auch immer Niacinamid mit dran. Aber hier müssen wir wirklich sagen, man bekommt wirklich eine gute Sache für sein Geld und es wirkt sich halt auch echt beruhigend auf die Haut aus. Na, also ich habe seit Ewigkeiten wirklich keine richtig krassen Probleme mehr mit meiner Haut im Gesicht. Sowas kann man natürlich auch umso besser, und das sage ich auch immer wieder, sowas kann man umso besser auch auf der Kopfhaut anwenden. Na, also wenn du auf der Kopfhaut wirklich Probleme hast, probier das mal aus, weil so kannst du da eben in deine Kopfhaut auch ein bisschen Feuchtigkeit einschleusen. Da pennen wir Deutsche sozusagen. Also bei uns gibt es in Deutschland einfach viel zu wenig Treatments für die Kopfhaut, weil die will ja auch gepflegt werden. Und Niacinamid ist auch für die Kopfhaut einfach ein toller Inhaltsstoff, der für mich am allermeisten tut. In Verbindung mit Säure, Niacinamid und Säure fettet meine Haut lange nicht so und ist einfach nicht richtig, richtig toll. Du guckst mal unter dem i, da findest du den Inhaltsstoff, also das Faktencheck-Video. Du findest aber auch das Video über das Q&A-Serum. Und ja, kennst du das Produkt? Welche Erfahrungen hast du mit dem Produkt gemacht? Es ist immer wichtig, dass du das da unten reinschreibst. Und wenn die Erfahrung auch sich von meiner abhebt, völlig egal. Wenn mein Zuschauer das Video anguckt und deinen Kommentar sieht, sieht er, ah, die Person schreibt das, sie sagt das und kann vielleicht so ein bisschen abwägen. Denn es ist zum Teil eben einfach auch Hauttypen abhängig, wie ein Produkt auf der Haut funktioniert. Und das zählt selbstverständlich auch für Gesichtswasser. Kennst du das Produkt? Hast du es schon ausgetestet? Wir treffen uns in den Kommentaren wieder. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.